bin ja, sag ich mal ganz gerne, ich werde als Bayer nicht gelesen, finde ich akustisch, und werde dann immer woanders hingeräumt. Und würde ich jetzt mal grundsätzlich auch mal in Frage stellen, so, ob das wirklich so ist? Wir gucken erstmal, akzeptieren und heißen auch willkommen, das ganze Andersartige. Das wäre sehr kind. Dem Nazi will niemand spielen. Ja, aber diese Menschen leiden trotzdem darunter, dass sie eben gesellschaftlich sich anpassen müssen und man ihnen nicht mit der Freundlichkeit begegnet, dass man sie einfach sein lässt. Ah jo, ich finde schon einen gemeinsamen Nenner. Jonathan, du fehlst uns, komm wieder. Die Würfelphilosophen. Rollenspieler sprechen über Religion, Gesellschaft und Philosophie. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde von den Würfelphilosophen. Wir sprechen heute über Umgangsformen und da speziell über das Thema Kindness. Fremdwörter, yeah. Und heute sind wir nur zu dritt hier, nachdem wir letzte Mal so unglaublich viele waren. Heute nur neben mir sehr prominent neben mir, der Zeitiger. Hallo. Und der Alex. Moin, moin. Herzliche Grüße an den Jonathan, der kann heute leider nicht. Aber wir vermissen ihn jetzt schon. Auf jeden Fall. Ja. Und ihr hoffentlich auch. Also wenn ihr irgendwie Kommentare schreiben könnt, grüßt den Jonathan mal schön von uns und von euch. Dann freut er sich. Ja, der Alex hatte vorgeschlagen, dass wir uns mit dem Thema Umgangsformen und Kindness mal befassen. Und vielleicht erklärt er uns ein bisschen, warum und wieso und was denn an diesem Thema so interessant ist. Puh, da könnte ich ja schon alleine eine Dreiviertelstunde quatschen. Ich unterbreche dich. Ja, sehr schön, mach das bitte. Warum ist mir das Thema überhaupt vorgekommen? Es gibt da ein richtig schönes Video von Matthew Mercer. Manche kennen den vielleicht als den Dungeon Meister von Critical Role. Und dem kreativen Kopf hinter dem ganzen Worldbuilding und Vox Machina hast du nicht gesehen. Auf jeden Fall gibt es da so eine Reihe, die gemacht haben, die heißt Between the Sheets, wo sie mal seinen Werdegang erläutert haben. Und ein Element, das er immer wieder erwähnt und was ich auch so sympathisch finde an der ganzen Runde, ist diese Empathie, diese Kindness, also diese netten Umgangsformen, das empathische Aufeinanderzugehen und die eigenen Bedürfnisse, aber auch die Bedürfnisse anderer mitbedenken beim Handeln. Und dass man da wohlwollend mit seinen Mitmenschen umgeht. So, und das finde ich ja total toll. Warum finde ich das toll? Weil das ja aktuell irgendwie nicht so gelebt wird von der breiten Masse. Und auch nicht von mir. Also ich arbeite da auch immer noch so ein bisschen an mir selber, dass ich da wohlwollend auf meine Mitmenschen reagiere und eingehe und auch so von einer wohlwollenden Grundhaltung her interagiere. Das klappt aber nicht so immer. Ne? Und irgendwie wird ja auch das eher laute Anbrüllen zelebriert und vorgelebt, ob das nun bei irgendwelchen Reality-TV-Shows ist oder im Bundestag. So Nettigkeit und Wohlwollen werden nicht so vorgelebt. Und ich frage mich, warum eigentlich nicht? Irgendwie jeden, den ich fragen würde, und da frage ich euch direkt auch gleich mal, würde sich doch so einen wohlwollenden Umgang miteinander eigentlich wünschen, so als Grundlage in der Gesellschaft, oder? Voll, weil man merkt ja auch immer wieder so, wenn man mit seinen, in der Arbeitswelt, wenn man einen Vorgesetzten hat oder eine Vorgesetzte, die einem nicht wertschätzt, das ist unmittelbar schon so Gift und Sand in den Mühlen, dass man einfach auch keine Lust mehr auf seine Arbeit hat, wenn das die Umgangstonen einfach nicht gut sind. Das sorgt einfach dafür, dass man einfach nicht keine Freude daran findet, auch an dem Zusammenarbeiten. Und das kann ich durchaus unterschreiben. Ja, also allgemeine Nettigkeit und wie du das jetzt beschrieben hast, dass irgendwie das Wohlwollende irgendwie aufeinander zugehen. Du hast jetzt gesagt, dir begegnet das in der Gesellschaft
irgendwie nicht mehr so oft oder gar nicht. Würde ich jetzt mal grundsätzlich auch mal in Frage stellen, so ob das wirklich so ist oder ob das nicht an der Wahrnehmung liegt, die wir haben oder so. Oder an einzelnen Beispielen. Ich will es dir nicht in Absprache stellen, dass dir das so begegnet in deinem Alltag. Ich muss jetzt mal überlegen in meinem Alltag. Also ich kann mir darunter immer noch nicht so ganz viel, also ich weiß, glaube ich, worauf du hinaus möchtest, gerade mit den Beispielen, die du genannt hast. Aber so im Alltag habe ich da, glaube ich, andere Erfahrungen. Also jetzt nicht, also ich würde es jetzt auch nicht ins Gegenteil sagen, dass wir uns alle in den Armen liegen und alle total super ultra nett zueinander sind. Eher so, ja, leben und leben lassen. Aber ich würde es jetzt auch nicht als schlimm empfinden, jetzt gerade den Status quo, den es gibt. Ja, so krass. Also, dass sich hier bei mir vor der Straße alle gegenseitig immer nur anbrüllen, das ist auch hier nicht der Fall, wo ich wohne. Und klar, kann durchaus sein, dass diese ganzen negativen Erfahrungen prominenter wahrgenommen werden, wie wir halt so sind. Ne? Unser Gehirn tickt ja eher so, dass das Negative hängen bleibt, aus Gründen, die gar nicht mehr so präsent sind bei uns. Ja, guter Punkt. Vielleicht nehme ich das einfach nur falsch wahr. Also was mir zuerst eingefallen ist, als du das vorgeschlagen hast, das Thema ist, ist ja auch so ein Ding von der konservativen Strömung in der Gesellschaft, die ja immer darauf pocht, dass die alten Werte verloren gehen. Ne? Und ganz viele alte Werte, dazu gehört ja auch sowas wie Galanterie und Vorkommnis und sowas. Und halt so nach außen getragene, vielleicht aber auch aufgesetzte Freundlichkeit. Und vielleicht kann man ja mal in die Richtung weiter forschen. Also inwiefern ist das, was wir da erleben, also im Alltag an Freundlichkeit, wenn wir sie erleben, ist das aufgesetzt? Oder steckt da was hinter? Aber ich glaube, aufgesetzte Freundlichkeit hilft einem ja nicht wirklich weiter. Also wenn ich so daran denke, wie in den USA miteinander umgegangen wird, da wird da immer ganz offen und auf einen zugegangen und viel Smalltalk und so weiter und man fragt immer und so weiter, aber man will die richtigen Antworten gar nicht hören. Das gehört einfach dazu. Und in Deutschland ist man ja eher so ein bisschen, ich bleibe hinter meinem Gartenzaun und dann können wir dann über den Zaun reden, wenn ja, bleib mal in deinen 1,5 Meter Abstand zu mir und sprich mich bloß mich quatschmäßig von der Seite an oder so. Also die Frage ist ja, wie werten wir das jetzt irgendwie, dieses Kindness oder dieses, also was wollen wir eigentlich damit oder was möchtest du oder was? Wie sollte das Idealbild aussehen? Ja, das ist eine gute Frage. Also, dass es kulturelle Unterschiede gibt, ist klar. Dass wir Deutschen ein bisschen reservierter sind, das ist, glaube ich, auch jedem irgendwie aufgefallen, der nicht gerade irgendwie in Köln groß geworden ist. Mein Idealbild ist Tatsache aus Nordamerika, aber Kanada. Die sind da ähnlich wie die Amis, dass die auch so offen sind, nur dass die Amis sich gerne eher selber reden hören und nicht wirklich zuhören wollen häufig, sondern einfach nur die Stille irgendwie mit Rauschen erfüllen. Wohingegen ich bei den Kanadiern die Erfahrung gemacht habe, die wollen wirklich, also die haben Interesse, die hören dann auch zu und gehen dann auch, wenn sie sich dann nochmal treffen, darauf ein, auf das letzte Gespräch. Und gut, meine Theorie ist, warum das in Kanada ist, das ist halt so ein Land, da ist sehr viel Land und wenig Leute und da musst du halt auf deine Mitmenschen angewiesen sein oder darauf zählen können, falls du irgendwo liegen bleibst und dann kommt einer vorbei, dann sollte der anhalten und nicht irgendwie Angst haben oder dir mit Böswilligkeit begegnen. Hier in Deutschland fahren ja erstmal 10 Leute an dir vorbei, habe ich zumindest so das Gefühl. Also Kanada wäre schon ein Stück weit so Idealbild, zumindest das, was ich erlebt habe da.
worauf will ich jetzt eigentlich hinaus? Warum ist das laute Gegeneinander so prominent immer noch? Nehmen wir mal die Politik oder nehmen wir irgendwelche Shows, wo dann irgendwie Lautstärke und Gegeneinander und nicht Verständnis und Wohlwollen obsiegen. Ja, die Frage ist ja auch letztendlich, wo kommt man her? Und wenn man jetzt Richtung Kanada und Amerika guckt, das sind ja effektiv alles Fremde, die in ein fremdes Land gewandert sind, aufgrund der Historie. Wenn wir das aber jetzt auf Europa jetzt münzen, dann sind wir ja letztendlich irgendwo in bestimmten Regionen verwurzelt und alles, was zu uns kommt, ist für uns fremd. Und der Punkt ist ja, wir haben ja auch in Europa ja sehr den Fremden, das Fremdenfeindliche, das, die anderen sind eventuell böse, sehr kultiviert irgendwo in unserer Historie. Auch aufgrund der vielen Kriege, die wir auch in Europa hatten. Dass so gesehen die Fremden immer was Böses wollen. Und ich glaube, daran liegt auch irgendwo ein bisschen die Wurzel, dass eben, wenn alle fremd sind, dann sind alle gleich irgendwo und bewegen sie auf Augenhöhe. Wenn du hier in Europa eben genau das andersrum hast, wenn du dahin kommst, musst du erstmal akzeptiert werden. Und ich bin ja, sag ja immer ganz gerne, ich werde als Bayer nicht gelesen, jedenfalls nicht akustisch, und werde dann immer woanders hingeräumt. Und das ist immer sehr schmerzhaft, wenn man da feststellt, okay, ich werde jetzt hier gerade wieder ausgesondert, weil ich nicht in das Raster passe. Obwohl es dafür keinen Grund gibt. Und ich bin jetzt als weißer Cis-Mann dahingehend ja noch privilegiert. Ich werde nur geadert, wenn ich so gesehen den Mund aufmache. Und anderen Leuten, denen man das auch noch ansieht, die werden ja wieder noch mehr ausgegrenzt. Und was uns einfach irgendwo fehlt, ist so gesehen, ich würde das auch in gewissen Grade die Gastfreundschaft irgendwo sehen, dass wir eben, also wenn ich gerade so in anderen Kulturen, die zu uns ja auch gekommen sind, gucke, gerade so, ich wurde als Kind früher zum Beispiel bei dem türkischen Nachbarn ohne weiteres eingeladen und durfte mit den Kindern dann da spielen und wurde dann gefragt, ob ich noch was essen möchte. Das war in den deutschen Familien immer anders. Also das war nie, ja, und jetzt gehst du bitte nach Hause und isst bei dir zu Hause und nicht hier und so weiter. Also da wurde man selten eingeladen. Ist das wirklich so? Ich habe das immer nur als Gerücht gehört. Und also das ist so meine persönliche Erfahrung aus der Vergangenheit. Wow. Also das gab es bei mir auch nicht. Und also ich bin halt aus der DDR. Ich weiß nicht, ob das DDR oder Dorfkultur oder einfach nur meine Mutter war, die als Köchin definitiv niemanden hungrig weggeschickt hat. Also ich tue mich damit noch schwer. Also auch jetzt diese Einschätzung, so dass man jetzt dem Deutschen einen generellen Fremden oder dem Europäer einen generellen fremden Hass unterstellt. Nicht pauschal, aber zu gewissen Teilen. Und den Amis irgendwie eine Willkommenskultur, die ja was mittlerweile auch eigentlich nicht haben. Ja. Achso, du bist weiß. Dann sind sie dir ein bisschen freundlicher gestimmt. Was wohl stimmt, und ich befasse mich manchmal im Privaten mit so ein paar Accounts auf Social Media von Leuten, die nicht aus Deutschland kommen, die hier arbeiten und so von ihren Erfahrungen berichten, wie sie hier mit der deutschen Kultur klarkommen, so Kulturschocks und sowas, ne? Und da ist eigentlich egal, also aus welcher Ecke der Welt die Leute kommen, ist eigentlich immer so, der erste Kulturschock ist tatsächlich dieses Distanziertsein der Deutschen. Das ist wohl, da muss wohl irgendwas dran sein. Also da würde ich dem Zeitiger dann irgendwie auch zustimmen. Allerdings ist das so ein bisschen wie die sagen dann, wenn man einmal über diesen Gartenzaun drüber ist. Also es dauert eine Weile, bis man bei dem Deutschen über den Gartenzaun kommt. Aber da kann man drüber kommen. Man muss sich halt nur mit dem befassen. Ne? Und wenn man dann einmal drüber ist, dann lassen die einen auch nicht mehr weg. So. Ne? Also wenn du einmal die Herzlichkeit, also wenn du einmal rein, mit einem mal drin bist, dann bist du auch länger drin und auch herzlich und so weiter. Nur im ersten Augenblick ist erstmal so eine abwehrende Haltung da, die aber jetzt auch nicht unüberwindbar ist. Und damit muss man halt auch erstmal klarkommen mit so einer Distanziertheit, die aber nicht unfreundlich ist. Also zumindest sagen mir die, also wenn ich das jetzt mal so aus dem Kopf zusammenfasse, es ist
schroff im ersten Augenblick, wenn man es nicht gewohnt ist. Aber wenn man da so hinterkommt, wie es gemeint, also es ist nie böse gemeint, sondern es ist halt, das ist halt so, dass man erstmal vorsichtig guckt, wer ist das? Ah, der sieht anders aus oder der spricht anders oder die bewegt sich anders oder hat andere Riten oder so. Und dann guckt man vielleicht auch ein bisschen mit einem arghöhnischen Auge, was ist das? Aber nie mit, also arghöhnisch ist wahrscheinlich auch schon wieder eine falsche Vokabel, nie böse, sondern erstmal so, das ist halt anders. So, so und dann, wenn man es kennengelernt hat, dann ist es halt okay. Ist halt okay. Ja. Ja, weißt du, also es ist ja auch ein Stück weit, ne, dieses andere, das ist ja auch so von der Persönlichkeitsentwicklung her, irgendwann nimmt man ja sich und die anderen wahr. Und dann gibt es Abgrenzungen und Schubladen, die sich entwickeln und Gruppenzugehörigkeit. Aber was ich mich halt frage ist, warum, oder mal anders angefangen, von all den Bekanntschaften, die wir jetzt hier gemacht haben, aber auch, ich denke mal, die Hörerinnen und Hörer da draußen auch, in den meisten Fällen, sobald man sich geöffnet hat, war das doch eine gute Erfahrung. Ja, also wie häufig ist da mal irgendwie ein Blödmann oder Arschloch oder hast du gesehen, dabei gewesen? Eher selten. Warum tun wir uns dann trotz jahrelanger guter Erfahrungen mit sich öffnen und anderen Menschen irgendwie zutrauen, nett zu sein, so schwer, uns dann also offensichtlich als deutsche Kultur auch einfach den Hebel umzulegen und zu sagen, okay, Standard ist, wir gucken erstmal und akzeptieren und heißen auch willkommen das ganze Andersartige, weil schlussendlich sind wir eh alle gleicher, als wir denken. Und wenn sich dann rausstellt, okay, da war es irgendwie blöd, in diesen einen von 10 Fällen vielleicht, dann, jo, ist es halt so. Aber in den 9 von 10 Fällen machen wir es ja uns und den anderen unnötig schwer. Die Frage ist halt auch, was erwarte ich, ne? Also ich habe das schon in der nahen Vergangenheit ein paar Mal erlebt, dass es halt, dass diese Öffnung halt geschieht, aber mit einer falschen Voraussetzung oder mit einem falschen Bild vorher. Und dann halt eine Enttäuschung folgt. Also, ne, also nicht das, was du gerade gesagt hast, dass das immer eine positive Erfahrung ist, wenn man sich öffnet, sondern ich habe das durchaus auch öfters erlebt, weil von verschiedener Seite auch persönlich, dass dann auch eine Enttäuschung folgt, die dann auch immer seinen Grund hat. So, und dass auch an sich alles nichts Schlimmes ist, aber eine Enttäuschung halt ist. Und dann kommt es halt darauf an, wie man mit diesem mit dieser Enttäuschungserfahrung umgeht. Und ich bin jemand, der damit sehr gut umgehen kann. Aber es gibt halt auch Menschen, die dann daraus Schlüsse ziehen, die vielleicht ein bisschen extremer sind. Aber die Frage ist, wird es endlich eine Enttäuschung, setzt ja voraus, dass du eine Erwartungshaltung hattest. Genau. Und die Frage ist auch, wie weit ist eben diese Erwartungshaltung vielleicht auch so der Bremsschuh? Weil wenn ich eine gewisse Erwartungshaltung oder auch Bedingungen an meine Freundlichkeit irgendwo knüpfe, dann ist das eine Hürde für den anderen gegenüber. Und das ist halt die Frage, ob das notwendig ist oder ob eben auch einfach mal bedingungslose Freundlichkeit einfach mal initial vielleicht der Türöffner wäre, um es zu ermöglichen, ins Gespräch zu kommen. Mir persönlich fällt es zum Beispiel immer sehr schwer, in Gespräche mit Menschen zu kommen, weil ich brauche meistens eher ein konkretes Thema, an das ich mich anknüpfen kann. Deswegen finde ich es auch immer sehr angenehm, mit Leuten eben aus der Rollenspielszene einfach mich zu unterhalten, weil ich dann einfach da schon mal einen Anknüpfungspunkt habe und von dort aus kommt man relativ schnell zu allen möglichen politischen oder gesellschaftlichen Themen rüber. Das stimmt auf jeden Fall. Also diese Erwartungshaltung, die ist irgendwie da. Und ich habe da auch mal einen interessanten Kommentar gelesen, wo es darum ging, so Unterschiede Ost-West. Beschäftige mich natürlich auch hier als jemand, der in Baden-Württemberg lebt, habe ich hier und da immer mal wieder Kulturschocks. Und da hat einer gesagt, dass einer der Unterschiede, den er wahrgenommen hat, war,
dass im Westen so eine Interaktion mit der Erwartungshaltung nur eingegangen worden ist, wenn da ein Mehrwert für die Person daraus erwachsen konnte. Also irgendwie Vitamin B knüpfen oder Hausaufgaben stehlen, keine Ahnung. Ne? Irgendwas musste dafür rumspringen bei der Person. Und der meinte, dass im Osten das nicht so ist. Dass man da erstmal guckt, was ist das denn für ein Mensch? Kann ich jetzt so direkt nicht unterschreiben, weil meine Erfahrungswelt aus dem Osten nur als Teenager da war und im Dorf. Also ich habe da nicht so viel Erfahrungsspektrum. Aber würde ja, Zeitinger, mit deiner Erwartungshaltungsherangehensweise so ein Stück weit zumindest übereinstimmen. Und es gibt auch was Schönes, was ich aus der Therapie auch immer mitgenommen habe, dass man ja nicht nur mit einer bedingungslosen Erwartungshaltung oder Freundlichkeit an einen Menschen rangehen kann, sondern vielleicht mit einer neugierigen Freundlichkeit. Gucken, was kommt denn da überhaupt als Mensch? Und da dann auch nicht neugierig, vorsichtig, sondern so nach dem Motto, okay, ich will ja mal gucken, was kommt, aber ich bereite mich darauf vor, wegzulaufen, sondern mit so einer wohlwollenden Neugierde. Das wäre vielleicht mal was Schönes, sozusagen, okay, mal gucken, was können wir jetzt gemeinsam aus diesem Erlebnis des Miteinander-Interagierens eigentlich schaffen auch, ne? Wenn du jetzt diese Ost-West-Thematik nochmal ansprichst, dann würde ich direkt mal einhaken und würde oder auch so direkt den Nachteil halt mal auspacken, warum da wahrscheinlich auch ein paar Traumata entstanden sind aus dieser Grundhaltung, die du da gerade beschrieben hast. Wenn diese beiden Welten nämlich aufeinanderprallen, wie nach der Wende, dann passieren halt Szenarien des Ausnutzens, weil die eine Seite ihren Vorteil sucht und die andere Seite halt diesen Umgang miteinander nicht gewohnt ist. Und das ist das, was dabei rauskommt, haben wir ja jetzt nun gesehen. Also das noch ganz so noch unterfüttert mit einem kapitalistischen System, was vorher nicht so durchblickt wurde, hat jetzt nun mal auch dazu geführt, dass da diese schweren Traumata in der Bevölkerung im Osten halt entstanden sind. Und die sind halt auch ganz schwer nur wegzukriegen. Und ne, daher rührt dann auch vielleicht auch da diese dann eine dann entstehende Kultur des Ablehnens, was Leute angeht, die auf einen zukommen erstmal und erstmal fremd sind. Ne? Die Enttäuschung dann da eben. Ne? Eben die Enttäuschung hatte ich ja eben schon mal angesprochen. Aber dieses Generelle, das ist auch mir in die Wiege gelegt worden, auch irgendwie, das, wenn ich mit meinen Eltern diskutiere oder so, ist auch, oder mit den Eltern meiner Frau, ist auch immer, wenn irgendwas Neues in unser Leben tritt, immer erstmal vorsichtig sein. Ihr könntet ja ausgenutzt werden oder so. Oder eure Freundlichkeit könnte ausgenutzt werden oder ne, eure Offenherzigkeit könnte ausgenutzt werden. Und dieses Ihr könntet ja ausgenutzt werden, ist, glaube ich, so ein großes Manko, dieser Zusatz. Weil das lässt einen vorsichtig werden. Und wenn man es dann wirklich irgendwann mal erfahren hat, dann untermauert das Ganze halt nur. Ne? Ja, und das ist auch total schmerzhaft. Ne? Also das stimmt, ich habe da noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber klar, wenn man offen Leuten begegnet und die einen ausnutzen, es ist mir auch schon häufiger passiert, dann ist das schon schmerzhaft und das dann nicht als eine untermauernde Grundlage für eine weniger offene Grundhaltung zu nehmen, ist schon hart. Da spielt jetzt natürlich das Idealbild des Kanadiers, das ich so habe, natürlich rein, ne? Wenn da weniger Leute sind, die dich irgendwie ausnutzen können überhaupt in deiner Umwelt, im Vergleich zu Deutschland, wo die Bevölkerungsdichte einfach so gigantisch ist, was ja auch ausgenutzt werden kann und ausgenutzt wird von vielen, ja, ist auf jeden Fall ein Faktor. Diese verdammten schwarzen Schafe. Ja, es ist halt überall, ne? Also wenn man es auch jetzt mit der mit den anstehenden gesellschaftlichen Umwälzungen, die vor uns stehen, auch sieht, wenn man dann versucht, Prozesse in Gang zu setzen, dann ist da überall halt erstmal diese Distanziertheit. Achtung,
da könnte jetzt irgendwie was hinterstecken. Und das, jetzt in der Corona-Zeit hatten wir das ja auch. Ne? Sofort wurden Stimmen laut, so Achtung, das, was hier passiert, da steckt was Böses dahinter. So, ne? Also das, nur das war ja nicht begrenzt auf Deutschland oder auf Europa. Das war ja in den USA ähnlich und Kanada wahrscheinlich auch. Da gab es ja überall gibt's diese Fritten, die hinter allem eine Verschwörung vermuten. Und die Frage ist in der Tat, wo kommt das her? Kommt es aus so einer Grunderfahrung, das kann doch nicht sein, dass sich hier mal alle zusammentun und an was Gutem arbeiten? Oder? Vielleicht ist das ja auch so ein Stück, da gab es so letztens so einen Begriff, Wohlstands irgendwas. Wenn man zu viel Wohlstand hat, dann kann man ja auch sehr viel verlieren. Wohingegen, wenn man nichts zu verlieren hat, das Miteinander geben und teilen ja eher noch gelebt wird. Zumindest ist das auch so ein Trend, von dem ich immer wieder höre. Ich weiß gar nicht, ob der irgendwie belegt ist. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich hatte das letzt noch in so einer, in einem Gespräch über die Flutkatastrophe im Ahrtal und mit einer Community von einer christlichen, sektiererischen Splitterpartei, mit der wir uns auf der Arbeit auseinandersetzen mussten. Also, was heißt mussten? Müssen immer, weil die halt da sind und die halt auch auftauchen im Alltag. Und dann hieß es halt, als die Flutkatastrophe im Ahrtal war, war diese Gruppe, diese Splittergruppe, die haben sich halt gegenseitig geholfen. Da waren auf einmal hunderte von Leuten da, die aus was weiß ich, hinter Tupfing angereist kamen, um sich gegenseitig zu helfen. Während die normalen Leute aus der Gemeinde halt ganz normal, in Anführungsstrichen, im Stich gelassen wurden. Ja? Und da nicht viel passiert ist. So, und dann hieß es halt, da ist wenigstens noch Zusammenhalt. So, das ist bei uns nicht. Und ich habe dann sofort gesagt, ja, Moment mal, die Größen lassen sich doch auch gar nicht vergleichen. Also, wenn du eine Gruppe hast von tausenden Leuten, dann ist es natürlich schwieriger, die zu organisieren, an bestimmten Orten zusammenzubekommen und auch jedem Einzelnen davon zu helfen bei seinen Bedürfnissen, anstatt wenn du eine Gruppe hast von 200 Leuten. Die lassen sich schnell mobilisieren und auch schnell gezielt irgendwo hinschicken. Ne? Also dieser Faktor 10, der dazwischen steht, zwischen 2000 und 200 Leuten, ist halt, glaube ich, schon ein Unterschied, den man dann auch betrachten muss. Und ne, das vergessen dann halt viele. Ich glaube, da liegt es halt nicht an der Hilfsbereitschaft, sondern einfach an der organisatorischen Größe. Ja, und ich glaube, also da kommt mir auch gerade so ein Gedanke, wo ja wieder die Zahl an Menschen ein Faktor ist. Je mehr Menschen beteiligt sind, umso mehr Bedürfnisse wollen gehört werden. Was nicht unbedingt heißt, dass mehr Bedürfnisse da sind. Auch da sind wir ja relativ gleich, wenn man sie, also wenn es nicht gerade sehr, sehr detailliert werden soll. Aber also, 1000 Leute überhaupt, also denen das Gefühl zu geben, dass die Bedürfnisse gehört sind und berücksichtigt werden, ist ein Riesenaufwand. Das ist deutlich mehr Aufwand als bei 200 Leuten, obwohl die Bedürfnisbandbreite da nicht mehr so stark zunehmen dürfte. Aber du kommst letztendlich in das riesige Problem, dass diese Leute halt dann nicht mehr sich untereinander kennen. Also es funktioniert so in Familienverbänden, so irgendwas in der Größenordnung bis vielleicht maximal 2 Dutzend. Da kennst du noch irgendwie alle, aber danach hört es effektiv auf und da skalieren auch die ganzen Faktoren nicht mehr so gut. Da merkt man einfach, aus welchen Strukturen wir ursprünglich eigentlich stammen und dass wir in großen Verbänden, in großen Zivilisationen immer noch nicht wirklich gut funktionieren und immer uns auf das Kleine zurückziehen, wo es auch besser funktioniert. Aber eben, ja, das andere ist eigentlich schon für unser ja, primitives Gehirn im Vergleich immer noch sehr, sehr fremd. Und deswegen ist ja auch Sachen wie Demokratie und so weiter immer noch so abstrakt weit weg für uns. Und deswegen fühlen wir uns da auch immer davon nicht abgeholt, oftmals. Weil ja, da einfach Kompromisse passieren müssen, die einfach nicht
deren Aushandlung uns halt entzogen ist. Ja, und das Bedürfnis, seine eigenen Bedürfnisse halt jetzt Gehör zu verschaffen, ist halt da, bei jedem von uns. Ne? Und wie du das gerade richtig sagst, Zeitiger, ne? Manchmal funktioniert das halt nicht in einer Größenordnung von 82 Millionen Leuten. Und da musst du hoffen, dass deine Bedürfnisse sich decken mit ganz vielen, damit die Gehör finden. Und das ist ja gerade der Schwung, den Politik machen muss. Ne? Nicht nur auf die zu achten, die ganz viele Bedürfnisse in einer Gruppe haben, sondern vielleicht auch mal auf die zu achten, die eine kleinere Gruppe sind. Und dann findest du trotzdem immer noch irgendwo jemanden, der sagt, aber meine Bedürfnisse werden nicht gehört. Und da muss man den Leuten aber auch wieder den Kopf ein bisschen zurechtdrücken, ja, aber zu 80% werden deine Bedürfnisse berücksichtigt, nun nimmst du diese Privilegien nicht mehr wahr. Und du hängst dich jetzt an irgendeinem kleinen Prozentsatz auf, wo du auch mal fragen kannst, hast du darauf einen Anspruch überhaupt oder ist das jetzt eigentlich schon über deine Verhältnisse hinaus und vielleicht ist dieser Anspruch gar nicht mehr gerechtfertigt und deswegen müssen wir mal umverteilen. Ich fand auch den Gedanken gerade spannend mit der Familie. Ich vergesse den immer wieder, dass das ja irgendwie relevant ist. ja. Ah, ich hoffe, das hört jetzt keiner aus meiner Familie. Ich bin ganz dicke mit meinem Bruder und allem drum und dran. Aber meine Familie ist 8 Stunden weit weg von mir. Also meine Eltern und meine Schwester. Und ich bin halt schon viel rumgekommen in der Welt. Und habe dadurch natürlich auch diesen Erfahrungsschatz, dass egal, ob ich jetzt in Uganda unterwegs bin, in Kanada oder in Deutschland, den Leuten geht im Großen und Ganzen immer das Gleiche durch den Kopf. Ja, ne, du willst gehört werden, du willst, dass deine Bedürfnisse erfüllt werden, du willst geliebt werden, du willst eine Sicherheit, dass du dein Glück finden kannst. Ja, und auch, dass deine Freunde und deine Familie Glück finden können. Das zeigt sich überall. Ist natürlich die Frage, wie du Glück definierst. Da weichen ja manche doch irgendwie ein bisschen ab. Aber da ist dann natürlich meine Grundhaltung. Ob ich jetzt hier Karl-Heinz auf der Straße oder irgendwo anders wen anspreche, ich finde schon einen gemeinsamen Nenner. Ja. Und wir sind ja alle auf diesem Stein im Weltall unterwegs. Warum muss ich da irgendwelche imaginären Grenzen respektieren oder mir selber welche ziehen, wo es für mich, von meinem Erfahrungsschatz natürlich, viel lohnenswerter ist, auf die Leute zuzugehen? Also das kommt auch immer auf die Situation an. Also so total unbedarft, also wenn sich so zwei Leute treffen, die wirklich in keinerlei Zusammenhang irgendwie sonst stehen, die sich einfach zufällig auf der Straße treffen, da, glaube ich, kann das am ehesten noch funktionieren, so wie du es gerade sagst. Aber sobald du irgendwie ein Konstrukt hast, in dem sich die Leute irgendwie begegnen, wie der Zeitiger das eben sagt, zum Beispiel auf der Arbeit oder so, dann hast du immer noch Drittinteressen mit dabei, ne? Die auch noch schwer auf diese Kommunikation zwischen den beiden Leuten irgendwie einwirken. Das heißt, du bist da nie ganz frei in deiner Gestaltung. Auch wenn du dich in der Nachbarschaft, wenn jemand bei mir im Haus nebenan einzieht, dann ist das auch nicht ganz frei von, ich treffe den jetzt und gehe offen auf den zu, sondern da ist immer noch dieser Zwang des, ich muss jetzt mit dem zu klarkommen dabei und so, ne? Auch wenn das ein Arschloch ist oder so. Und gleichzeitig irgendwie, wie kommt das in der ganzen Straße an und so, ne? Also da spielen so unglaublich viele Aspekte immer mit rein, die eigentlich total unpersönlich sind. Oder? Ja, da hast du recht. Ich vergesse das immer. Vielleicht bin ich da auch einfach zu naiv hier und da. Also ob das jetzt auf der Arbeit ist, wo mir halt sowas wie Karriere und viel Geld verdienen nicht wichtig sind und ich deswegen... Dem anderen vielleicht schon. Ja, aber
ich gehe dann einfach auf die Leute zu und mir fällt es auch total schwer, wenn wir heute irgendwie externe Leute betreuen, da dann nicht einfach aus dem Nähkästchen zu plaudern, wo mich dann, also wo ich dann irgendwie interner ausplapper und dann findet das keiner toll. Ja, das ist schon recht. Ja, und da ist die Kommunikation und das Aufeinanderzugehen ja schon eingeschränkt, ne? Und dabei würdest du, glaube ich, in dem, was du da tust, wahrscheinlich viel, viel, viel offener und viel produktiver vielleicht sogar sein, wenn du das machen dürftest. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. So genau kenne ich jetzt deine Arbeitsabläufe auch nicht. Ich Stell es glaube mir so nicht, dass. vor. Also ich versuche auf jeden Fall weniger toxisch maskulin meine Arbeit zu verrichten, was schwierig ist, weil die Industrie, in der ich unterwegs bin, viel konservativer ist, als ich es gerne hätte. Und naja, da eben diese guten deutschen Werte von Distanz noch gelebt werden. Aber es stimmt, ja. Also diese äußeren Faktoren, ob das jetzt eben die Nachbarschaft ist oder ja, also auch so Abhängigkeiten, die habe ich schon häufiger auch wahrgenommen. Wenn dir halt jemand zuhören muss, dann sind die natürlich nett. Ja, ob das jetzt der Mensch an der Kasse ist oder die Bedienung, ja, natürlich sind die nett. Ja, weil sie es aber auch ein Stück weit müssen. Können sich ja dem Ganzen nicht entziehen oder sind auf das Trinkgeld angewiesen. Oder hast du nicht gesehen? Und auf der anderen Seite sind das dann eben Menschen, die da das auch wirklich teilweise komplett ausnutzen und dir dann Ohr abkauen und du kannst dich dem nicht entziehen. Also ich habe ja eine ganze Zeit lang mal an der Kasse gearbeitet und es ist in der Tat so, dass du ja die Vorgabe bekommst, ne, der Kunde ist König, hat immer recht und so. Und selbst da hast du aber dann noch die anderen Vorgaben des Ladens, in dem du arbeitest, halt auch noch, ne? Also ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel, wir verkaufen hier Artikel so und so, der ist eigentlich nicht zugänglich für Leute unter 18. Und dann kommt jemand an und sagt, ja, ich bin jetzt hier 17, ich möchte das gerne kaufen. Du sagst, nö, verkaufe ich dir nicht, weil Geschäftspolitik erst ab 18. Und dann guckt er dich blöde an und sagt, ja, warum denn? In Geschäft so und so kriege ich das aber. So. Sagst, ja, tut mir leid, geht nicht. So, und dann geht der rum, beschwert sich bei deinem Chef, aber in dem Laden kriege ich das so und so. Und dann kommt der Chef runter, macht dich zur Sau, weil du dem das nicht verkauft hast, obwohl er dir vorher gesagt hast, ne? Also so erlebt an einem eigenen Leibe, ne? Und da ist es natürlich dann schwierig, ne? Weil du dann abwägen musst, ne? Ja, ich habe auch selbst in der Gastro gearbeitet und da Gott sei Dank auch mal die Erfahrung gemacht, dass Kunde nicht immer König war. Und dann halt gesagt wurde, ja gut, dann kommst du halt nicht wieder. Tschö, so Leute wie dich wollen Genau. wir ja gar nicht sehen. Dafür braucht es aber Eier. Aber holla die Waldfee. Ja, und genau dasselbe trifft ja auch auf Politik zu, ne? Also wenn man da irgendwie sagt, so, ich möchte jetzt das oder das durchsetzen und man ist da mal stark in so politische Korsetts eingegrenzt, so. Man hat derzeitiger hat es ja auch am eigenen Leibe erfahren, wo er dann in der Lokalpolitik war. Und dann ne, kannst du ja selber nochmal erzählen, die Geschichte, wenn du irgendwie sagst, hier, ich mach das. Und dann auf einmal alle anderen so, hup, Moment. Hast du das vorher entsprechend mit deinen Untervorsitzenden entsprechend abgesprochen? Hätte ich das tun sollen? Ja, müssen nicht. Aber solltest es schon. Ja. Und das ist halt auch so ein Aspekt von Kindness, ne? Irgendwie so, bringst dich durch und sagst so, ja, okay, ich mach das. Ne? Und Aber dann wirst du das ist die schlechte zurückgepfiffen. Art von Kindness, weil die waren alle freundlich. Und erst im Nachgang haben sie dir eine eingeschenkt. Ja, das hintenrum, ne? Also das, was ich am Anfang ja auch schon mal irgendwie erwähnt habe, irgendwie vorne rum freundlich sein und hinten rum dir einen drüber geben, ne? Gibt es ja diese tollen Bilder mit dem, der einen Arm umarme ich dich und hinterm Rücken habe ich ein Messer, ne? Und da hilft, glaube ich, diese deutsche Distanz will genau davor schützen, so ein bisschen. Ne? Erstmal, warte mal, lass die Umarmung erstmal sein. Ich gucke erstmal, was du hinterm Rücken hast. Dreh Auch dich mal du, um. Brutus.
Ne? Und wenn ich dann sehe, du hast kein Messer, dann können wir erstmal nochmal einen Schritt aufeinander zugehen und uns unterhalten und vielleicht können wir uns übermorgen dann auch mal umarmen. Ne? Während der Alex ja irgendwie sagt, irgendwie eine Umarmung tut doch immer gut, ne? So. Die ausgelassenen Chancen, also wie oft kommt das vor, dass einer mit dem Messer hinterm Rücken dich umarmt? Wobei das ist Tatsache, ne, also wenn, selbst wenn das nur ein von 10 Mal passiert, so ein Messer am Rücken ist halt tödlich, ne? Auf jeden Fall nicht schön, ne? Auch das metaphorische Messer nur. Ja, total, total. Aber wo ich auf jeden Fall irgendwie an deiner Seite, dir an die Seite springe mit Kindness und Umgangsformen und so, ist auf jeden Fall dieser altbekannte Satz, wie es in den Wald hineinruft, so schallt's heraus, ne? Also so wie ich umgehe mit meinem Umfeld, so kriege ich das halt meistens auch zurück. Also bin ich freundlich zu den anderen und offen und lächle die an, dann kriege ich auch meistens ein Lächeln zurück. Ne? Nicht immer, aber manchmal sicher? Auch so ein Blick so, was lächelt der mich an? Ja, ich wollte das gerade sagen. Also wenn ich, also die, die irgendwie mal mein Bild im Internet gefunden haben, kriegen da vielleicht so einen Eindruck von. Ich werde halt häufig mit so einem Wikinger verglichen. Und wenn dich da auf der Straße irgend so ein 0815 Wikinger-Typ anlächelt, da kriege ich immer so ein 3-Fragezeichen-Blick, wo die Leute sich dann denken, was will der? Habe ich was zwischen den Zähnen oder kennen wir uns oder was ist da los? Weil das eben so selten passiert. Ja, also zumindest ist das so meine Erfahrungswelt. Wobei ich jetzt letztens auch mit einer Freundin gequatscht habe, die ist aber auch Italienerin, die ist da viel freundlicher und lächelt die Leute halt an und dann werden ihr halt Gespräche aufgedrückt. Aber sie ist halt eine Frau und Italienerin und dann ja, macht einen Unterschied, ob ein Mann oder eine Frau dich anlächelt, ne? Total. Es wird, also ich werde eher als Gefahr wahrgenommen oder als nicht ganz sauber in der Birne. Und bei einer Frau wird es direkt als Anmache wahrgenommen, was es aber nicht zwingend sein muss. Ja, da steckt viel drin in so einem Lächeln. Ja. So viel Kontext. Ja, und ich meine das einfach immer nur nett. Ich habe auch schon häufiger Leute gehabt, die mir dann, also die dachten, ich wäre homosexuell, weil ich einfach auch nett zu Männern war und das als Flirten missverstanden wurde. Oha. Ja, mehrfach in voneinander unabhängigen Situationen. Vielleicht bin ich einfach zu nett für Deutschland. Das wär mal eine Reality-Show, die würde ich gucken. Zu nett für Deutschland, jetzt auf RTL 2. Nachdem sie den Hetzer heute nicht durchgelassen haben. Ja, genau, die haben ja wieder Programmslot frei, ne? Da könnte ich ja jetzt quasi reinspringen. Ja, ich mach da mal ein Konzept und schick's da mal hin. Gucken. Ja. Ich würde noch mal zurück zur Politik, weil du das am Anfang ja auch nochmal gesagt hast, ne? Irgendwie Talkshows oder politische Auseinandersetzungen, dass die immer so laut abgehen und mit wenig Freundlichkeit in dem Sinne, dass man versucht, den anderen zu verstehen. Ich höre und schaue sehr viel politische Debatten, weil ich gucke mir fast alles an, was aus dem Europäischen Parlament und was aus dem Deutschen Parlament kommt, weil ich da die Zeit für habe. Zumindest das neben der Arbeit immer auf dem Ohr mitzuhören. So. Und mich interessiert das halt, ne, wie die Leute sich da geben. So. Und tatsächlich muss ich dir recht geben, dass da sehr oft so eine laute Rhetorik und so benutzt wird. Oder allerdings ist das ja auch ein Raum, also dieser Plenarsaal, in dem man Gefechte austrägt, also wörtliche Gefechte. Auf politischer Ebene halt. Und zu einem Wortgefecht, glaube ich, gehört auch Lautstärke. Oder? Nicht unbedingt.
Weil die Geschichte ist ja eher auch, eigentlich sollten die Argumente und die Fakten so gesehen zählen. Nur haben wir das in der politischen Landschaft aktuell sehr verloren. Wir werden immer wieder auf Strohmänner angesetzt, wie zum Beispiel der Habeck möchte jetzt uns die Gasheizung heute Nacht noch aus dem Haus ausbauen. Wo da steht, das war nie gefordert. Wir werden auch, die Bestandsflotte würde entsprechend von der europäischen Vorgaben abgeschafft, wenn wir jetzt den Verbrennermotor ausbeschließen, was auch für ja Quatsch ist. Es werden einfach so Scheindebatten geführt und deswegen finde ich es auch mittlerweile ganz gut, dass manche Formate mittlerweile wenigstens einen Parallelen- und Faktencheck machen und sagen, ist das, was die Person da gerade von sich gibt, überhaupt die Realität? Weil das ist nämlich das Hauptproblem. Wir werden aktuell einfach mit, wir haben ja wir sind ja nicht in einem Wissenszeitalter, sondern einfach nur in einem Informationsüberfluss und das Einordnen passiert ja nicht mehr. Und dann wird auch noch politisch noch quergeschossen, also in Form des Tons. Aber ob dahinter wirklich was ist, das kannst du heute nicht mehr begreifen, weil einfach so viel Schlamm geworfen wird. Wie hattest du Bannon gesagt, man muss es einfach nur alles mit Scheiße füllen. Dann wird entsprechend keiner mehr durchblicken und ist genug damit beschäftigt, überhaupt diese ganze Scheiße aufzuwischen, dass die ganze Debatte dann eh schon längst versandet ist. Also das ist auch kein Zeichen von Freundlichkeit, diese ganze Zeit von Verräumen, eben die Leute an der Nase rumführen, mehr oder weniger mutwillig. Und das muss ich auch den aktuellen konservativen Kräften auch immer wieder zu Lasten geben, genauso der FDP und der Union, dass da einfach nichts inhaltlich kommt. Das sind alles Scheindebatten, die da kommen. Ich würde da gerne nochmal das Miteinander streiten aufgreifen, weil da kam mir jetzt gerade ein Gedanke. Naja, dieses dabei laut sein und laut werden und auch irgendwie nur den Raum füllen mit der schieren Präsenz, weil inhaltlich nicht viel da ist, hat für mich jetzt eher was männlich Konnotiertes, ne, was Maskulines. Ne, lass mich mal ausreden, ich sehe das Kopfschütteln in meinem Koali. Oder das Abwägen. Wohingegen so nett sein, auf den anderen eingehen, die anderen Bedürfnisse auch wahrnehmen, ja jetzt eher für mich weiblicher konnotiert sind. Und das ist ja vielleicht auch so ein Stück weit was, weil wenn was weiblich konnotiert ist, ist das direkt in unserer Gesellschaft ja leider in Verbindung mit Schwäche. Und wenn ich mir das in der Politik erlaube, ja, dass ich dem anderen überhaupt nur Gehör schenke oder zugestehe, auch was sagen zu dürfen, ist das ja, dann korrumpiere ich ja meine politische nicht Situation, wie ist das Wort? Position? Position, danke. Gott, es ist zu spät. Quali, dann muss er ja schneiden. Genau. Dann korrumpiere ich meine politische Position, wenn ich dem anderen Gehör schenke. Nicht nur Gehör schenkt, wenn du überhaupt auf seine Argumente eingehen würdest. Das auch passiert genau ja auch das. nicht. Aktuell tragt jeder einfach seine Position vor, aber geht nicht auf die Position, sondern ein, deswegen ist das ja keine Debatte. Ja, genau. Ja, es ist wie der Amerikaner, der nur sich selbst hören möchte und der auf den anderen nicht eingeht. Also ein Stück weit ist das auch einfach diese kack-männlich konnotierte und privilegierte Welt, die ja so ein Miteinander nicht ausreichend würdigt als Vorteil für eine Gesellschaft. Ich sage ja immer meinen Kindern immer, wer schreit, hat Unrecht, weil man, wie gesagt, man braucht Argumente. Das ist das, was ich immer sage zu meinen Kindern. Ich finde das gerade ein bisschen faszinierend, weil er den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht hat, meiner Meinung nach. Auch mit dem Zitat gerade, also mit diesem Satz, wer schreit, hat Unrecht. Für mich ist es auch aus dem, was ich da höre und mitbekomme, nicht gleich, wer schreit, hat Unrecht oder wer schreit, hat nichts zu sagen oder hat wenig Inhalt. Das ist nicht immer so. Und was Zeitiger gerade beschrieben hat, dieser Umgang miteinander, ist auch schon eine beeinflusste Form. Also,
dieser Umgang miteinander findet ja nicht in einem luftleeren Raum statt, sondern hat ja immer auch irgendwie einen Hintergrund. Und die Art, wie man sich miteinander auseinandersetzt, ist ja da oben drauf gesockelt dann und ja, spricht nicht nur für sich. Und das ist halt, das kann ich, da stimme ich zu, es wäre wesentlich effektiver, wenn man das anders machen würde. Aber so funktioniert das System jetzt gerade halt nicht. Vielleicht sollte man dann drüber mal debattieren und das mal ändern, ne? Also. Ja. Nee, du hast auch dahingehend recht. Das ist jetzt auch eher die pauschale Geschichte, wie man es auch für Kinder immer erklärt, dass man erstmal nicht mit Lautstärke überzeugt, sondern wie gesagt mit Argumenten. Aber natürlich ist das in gewissen Grade, was wir uns Männer auch immer wieder anhören dürfen und auch oftmals zu Recht, dass wir eben entsprechend auch damit, das auch eine Taktik ist, auch um Leute wieder zu silenzen, wenn wir entsprechend darauf eben als Tone Policing darauf gehen. Also dass wir sagen, okay, ja, ist ja gut, deine Argumente mögen zwar gut sein, aber du sagst sie im falschen Tonfall. Du bist nicht freundlich zu, sonst höre ich mir deine Argumente gar nicht an. Das möchte ich nicht sagen. Ich möchte einfach nur sagen, man sollte eben nicht einfach nur in Lautstärke übergehen, aber es hilft halt auch nicht, jemanden, nur weil er gute Argumente hat, ihn wegen seinem Tonfall dann wieder auszuschließen. Das ist auch Quatsch. Aber also mir fallen da jetzt dutzende Beispiele ein aus den aktuellen Debatten, wo halt auch die Debatte an sich, also die Auseinandersetzung, das Streitgespräch oder halt das Wortgefecht so intensiv geführt wird, und ihr habt ja gerade irgendwie so zwischendurch so, dass da gar keine richtige Debatte mehr stattfindet, das würde ich auch in Frage stellen, dass da Emotionen hochkochen. Und das ist in Deutschland schon sehr distanziert. Also es ist in anderen Parlamenten, wenn man so in der Welt mal guckt, geht es da ja manchmal ja sehr, sehr heiß her, so mit Handgreiflichkeiten und so. In Deutschland ist das alles noch relativ gesittet und wird ja auch sofort reglementiert von der Bundestagspräsidentin oder dem Vorsitzenden oder der Vorsitzenden. Und von daher kocht dann auch die Emotion manchmal hoch von jemandem, der eigentlich ziemlich gute Argumente hat. Der kann sie ja dann auch in bestimmten Situationen nicht ruhig und bedacht vortragen, weil das halt irgendwie in der emotionalen Verfassung gerade nicht funktioniert. Und dann sind es auch manchmal sogar Frauen, die dann laut dagegen sprechen. Und man sagt dann, früher hat man gesagt, das ist dann hysterisch, ja. Heutzutage, ne? Das ist ja auch wieder so ein Klischee, was Männer sich ausgedacht haben, damit Frauen ruhig bleiben, ja. Aber die gerade, wenn ist ja auch egal, ob Frauen oder Mann dann laut wird, aber in der Emotion halt laut wird, obwohl es eigentlich ein ziemlich gutes Argument ist, was da vorgebracht wird. Und dann kann man von außen natürlich drauf schauen, und das ist halt vielleicht auch das, was die Gegenseite gerade erreichen will. Guckt mal, der wird laut. Das heißt, der hat Unrecht, weil das ja der Spruch ist, ne? Und das, was ich vorher gesagt habe, was inhaltslos und leer war, das ist das Richtige. Und irgendwo, das sind so diese strategischen Dinge, die auch noch mit reinspielen. Das ist nicht immer so, aber manchmal. Und das ist so ein ewiges Hin und Her und Hin und Her. Und man muss da ganz genau drauf achten, was, wer, wie, in welchem Kontext und wie sagt. Also das ist, deswegen finde ich auch diese Berichterstattung aus dem Parlament manchmal ziemlich, das ist zu kurz gefasst manchmal. Oder zu sehr am Text und zu wenig an der Situation und so. Das kriegt man erst mit, wenn man das ganz viel konsumiert, auch diese Art. Ne? Das hat davon hat aber keiner, also es hat nicht jeder so viel Zeit dazu, das zu machen und sich ständig was auf die Ohren zu hauen, wie ich. Also manche hören Hörbücher oder sowas auf der Autofahrt, ich höre mir eine Parlamentsdebatte an. Das kann auch nicht jeder. Manche schlafen dabei ein, das ist ja gefährlich beim Autofahren, ja. Aber gut. Umso wichtiger ist eben diese Einordnung. Ja, ich finde auch, was ich halt total spannend jetzt finde bei dem Gedanken, also es ist auch total richtig, dass manche Themen emotional geführt werden. Ja, es gibt eben auch Themen, die, da kannst du nicht ohne Emotionen sein. Da kann da noch so viel dann von wem auch immer dir gesagt werden, geh mal einen Gang runter, geht halt nicht. Ja, dann muss man halt auch emotional zulassen. Aber was mir da gerade als Gedanke kam, Emotionen spielen ja auch
einen entscheidenden Faktor beim wohlwollend miteinander umgehen. Und natürlich auch bei der Distanz wahren. Ja, weil wenn ich mich nicht emotional auf jemanden einlassen möchte, wahre ich meine Distanz. Bums. Dann muss ich mich damit nicht befassen. Ja. Sobald ich Nähe zulasse, mache ich mich ja emotional angreifbar oder ich muss Emotionen überhaupt auch zulassen und ich muss auch eine gewisse emotionale Reife haben, sowohl für meine Emotionen, aber als auch die Emotionen, die dann durch diese Nähe passieren können. Und ich finde schon, dass Deutschland von der Kultur her emotional nicht so einen hohen Reifegrad hat, wie ich es aus anderen Kulturen, gerade in Nordamerika, wo sie es vielleicht ein bisschen übertreiben, im Falle der USA, mit alle Emotionen müssen komplett unreguliert bei jedem überfließen. Also eine gesunde Mitte ist ganz hilfreich. Aber ich finde, Deutschland ist da definitiv zu distanziert, auch zu den eigenen Emotionen. Und wenn man nicht einen ausreichenden Reifegrad hat, wie soll ich denn dann durch eine Nähe zu anderen auch noch die Emotionen von wem anders mitverarbeiten? Mhm. Ja. Fühlt man sich so ein bisschen wie ein eingeschränkter Mensch, der Emotionen nicht lesen kann oder so, ne? Und oder damit nicht umgehen kann und dann versucht das zu mimiken oder sowas, ne? Und dann kommt da ganz gruseliges Zeug bei raus manchmal. Ja. Aber das ist häufiger, als man glauben mag. Man darf ja nicht vergessen, wie viele neurodivergente Menschen da draußen rumlaufen. Ich gehöre ja so teilweise zum Spektrum dazu. Und das kann ich durchaus nachvollziehen an der Stelle, dass einfach so die Wahrnehmung da auch und dieses Maskieren, um sich irgendwie in dieser Gesellschaft als normal darzustellen, das ist schon eine Kunst für sich. Ja, und ich habe da höchsten Respekt vor, dass das, also ich glaube, wenn ich das machen müsste, das würde, also es raubt, glaube ich, sehr, sehr viel Energie. Ja. Das wird, glaube ich, auch unterschätzt. Andererseits ist halt eine gesellschaftliche Umgangsform halt auch nicht eingestellt auf solche Minderheiten. Ne? Und du sagst jetzt, es gibt mehr Leute, als man denkt. Das ist ja gerade der Kasus Knactus, ne? Dass die Leute das so gut gelernt haben, das zu mimiken, dass sie oft nicht auffallen. Und da beißt sich die Katze ja in den Schwanz. Und dadurch, dass sie nicht auffallen, sieht man auch keine Notwendigkeit, da irgendwas an der gesellschaftlichen Struktur zu ändern und so weiter und so fort. Ne? Ja, aber diese Menschen leiden trotzdem darunter, dass sie eben gesellschaftlich sich anpassen müssen und man ihnen nicht mit der Freundlichkeit begegnet, dass man sie einfach sein lässt. Und Das ist einfach so ein gewisser Druck, der da ist. Und viele Leute fallen jetzt halt erst dadurch auf, dass sie im Rahmen der Pandemie einfach so sozialmäßig an die Grenzen gekommen sind. Und das hat ja oftmals dann Folgeerkrankungen wie Depressionen und so weiter nach sich zu führen. Und das sollte man deswegen auch nicht unterschätzen. Und man sollte, deswegen ist ja auch diese Behauptung zum Beispiel, dass Autismus-Spektrumstörung und ADHS jetzt, wenn wir da jetzt verspätet auftauchen, nee, die werden jetzt einfach, diese dunkle Ziffer wird jetzt einfach aufgedeckt langsam, weil die Leute einfach ein Bedürfnis danach haben und die Aufklärung einfach hoch genug ist mittlerweile. Ja, und ich würde halt sagen, der erste Teil deines Satzes würde ich sagen, das geht nicht anders. Leute, also alle Leute müssen sich an die Gesellschaft anpassen. Das betrifft nicht nur mal auf die Aspekt-Menschen zu. Und der zweite Teil ist der für mich wichtigere. Wie begegnen wir den Menschen? Nämlich dann in Freundlichkeit und mit Verständnis und versuchen an den Problemen zu arbeiten, die diese Menschen haben. Und versuchen sie halt in die Gesellschaft einzuordnen, ohne ihnen großartig Schwierigkeiten zu machen. Ich bin noch nicht ganz davon überzeugt, dass das funktioniert mit allen möglichen Gruppen und Grüppchen. Irgendwo wird sie immer irgendwas finden, was schwierig ist. Aber ihnen entgegenzukommen, also dass sie die Strecke nicht allein gehen müssen, sondern dass man sich irgendwo in irgendeinem Bereich der Mitte halt gegenseitig begegnet. Das ist halt der Unterschied. Genau, und hier ist, glaube ich, dann dieser Kasus Knactus, den
den Alex, glaube ich, mit dem Impuls, dass wir dieses Thema besprechen, glaube ich, auch führen wollte. Ne? Irgendwie dieses, wir müssen in unserer Gesellschaft irgendwo dahin kommen, in den Status, dass wir auf Menschen, egal wer das jetzt ist, der uns begegnet, mit einer Art Wohlwollen ihm gegenübertreten und erstmal versuchen, den in eine Gesellschaftsstruktur hinein zu bekommen, ohne dass der jetzt, keine Ahnung, das ist ein blödes Beispiel, der Zeitticker zieht nach Bayern und dann zieht man ihm Tiroler Hut auf oder keine Ahnung, das ist auch blöd, Tiroler Hut ist ja auch wieder, aber nicht Bayern, ihr wisst, was ich meine, was ich versuche auszudrücken, ja, du ziehst dir irgendwie eine Tracht an und bist dann Bayer, so, oder, ne? Also, so funktioniert das ja momentan nicht, aber vielleicht wäre sowas Ähnliches dann irgendwie so ein bisschen der Weg, ne? Ja, also ich finde es ganz großartig, wie sich meine Gedanken quasi schon überschlagen bei den neuen Impulsen, die ich hier auch von euch bekomme. Weil ein Stück weit habe ich gerade mir gedacht, was, wir müssen uns alle der Gesellschaft anpassen? Aber irgendwie hast du ja recht. Ja, also sonst bin ich halt allein in meiner Hütte. Sobald da eine Gesellschaft ist, sind da unterschiedliche Bedürfnisse und die muss ich eben berücksichtigen. Das hatten wir ja schon mehrfach in unseren Folgen. Aber ich glaube, wo ich gern hinwollen würde, ist eben nicht eine Gesellschaft, wo ich dann die Tiroler Tracht übergestülpt bekomme, komm mal was wolle, sondern eine Gesellschaft, die Raum für mich hat. Ja, ob ich jetzt der Mehrheitsmeinung oder der Mehrheitsbevölkerung entspreche oder nicht, ist erstmal egal, weil die Mehrheit der Gesellschaft eben divers ist. Und das wäre die Baseline, die ich gern hätte, dass eben die Diversität der Status quo ist und damit auch eine Mehrheit an ja, Verschiedenheit, die in die Gesellschaft reingebracht wird und die natürlich auch entsprechend gewürdigt werden müsste. Nicht wie es aktuell ist, dass ich eben mit meiner 40-Stunden-Woche weiß, männlich, privilegiert, mir eben nicht durch Masking und Mental Load Energieraum lasse. Ja, also das ist ja irgendwie der aktuelle Standard, dass ich meine 40-Stunden-Woche habe, irgendwie meine Partnerin für mich wäscht und die Kinder erzieht und ich vielleicht mir auch noch ständig Essen irgendwo kaufen kann, weil ich genug Geld verdiene. Ja, und alle anderen, die das Essen zubereiten oder meine Partnerin sind, die haben halt nicht dieses Leistungsspektrum, weil die Gesellschaft darauf nicht ausgelegt ist oder auch Leistung anders bewertet wird. Ne? Care-Arbeit fällt ja nicht rein in die Wertschätzung und manche Berufsgruppen fallen komplett raus, obwohl wir ja in der Pandemie gelernt haben, was wirklich wichtig ist für die Gesellschaft. Aber mehr als ein Händeklatschen war da ja nicht, dann dennoch nicht drin. Also ich glaube, ich würde gern auf eine Gesellschaft hinarbeiten und ich denke, das mache ich auch ein Stück weit und ich hoffe, jeder, der zuhört, macht das auch, wo eben Diversität die Baseline ist und nicht irgendwie die 40-Stunden-Standardleistungswoche, das, was nur mit Wohlwollen angenommen wird. Ich glaube, das funktioniert nicht. Also bis zum gewissen Punkt funktioniert das. Die Frage ist halt, was meinst du mit Diversität? Also wenn du es auf alle Aspekte des gemeinschaftlichen Zusammenlebens halt hin so formulierst, dekonstruierst du damit die Gesellschaft. Weil dann ist nämlich wirklich jeder nur individuell und in jeder halt in seiner eigenen Sache angenommen. Und was du mal halt möchtest, ist, dass dann darum so eine Bubble geschlossen wird und wir sagen alle, okay, wir akzeptieren jetzt alle so, aber dann funktioniert so ein Zusammenarbeiten ja nicht, weil du brauchst Konsens in einer Gesellschaft auf irgendeinem Level und du hast immer irgendwo jemanden, der diesen Konsens nicht mit dir trägt. Und wenn du den in allen seinen Punkten anerkennst, dann fällst der raus aus dem Konsens.
Und das wirst du immer irgendwo irgendwie haben. Das heißt, sobald sich irgendwie eine Gesellschaft ein Miteinander bildet, hast du gleichzeitig einen Ausschluss. Oder du forderst eine Anpassung. Auf irgendeinem Level. Wo wir halt hinkommen müssen, da stimme ich dir zu, ist, dass wir diesen Konsens auf ein ganz, ganz kleines Minimum reduzieren, sodass das alles funktioniert, aber wir möglichst wenig Leute zwingen. Ist das nicht auch das, was die 10 Gebote versucht haben? Ja, wahrscheinlich. Ja, ne, du sollst keinen töten, du sollst deinen Nachbarn lieben oder genau. Sowas. Mhm. Ich kenne die jetzt leider nicht so Regeln, flüssig wie Regeln du. Des gesellschaftlichen Zusammenlebens, ne? Ja. Ja, ja. Dann hast du immer irgendeinen dabei, der sagt irgendwie, Vater und Mutter ehren, nee, sehe ich anders. Ja. So, also bei Töten weiß ich nicht, also selbst da gibt es ja Leute, die sagen auch, Töten, kein Ding. Also ich hätte jetzt Hitler umgebracht. Ja. Ne? Oder Töten, ach, einen Mörder töten, warum nicht? Wird in Amerika immer noch so gehandhabt, ne? In einzelnen Bundesstaaten, ja. Das ist halt das Problem, was ich gerade versucht habe zu beschreiben. Du hast immer diesen einen Menschen und wir sind alle so, wir sind alle so unterschiedlich. Und das ist ja das Schöne, dass wir das auf allen Ebenen der Existenz kriegen wir das nicht hin, was du forderst. Aber wir kriegen das, glaube ich, hin auf einem Level, dass wir uns auf irgendwas, dass wir auf, uns auf eine, ein Minimum einigen, das deutsche Grundgesetz zum Beispiel, ne? Ja, also ich stimme dir komplett zu, dass also dass wir alle immer alles von uns in der Gesellschaft wiederfinden. Das geht nicht. Auch, also wie du gerade meintest, es gibt halt Leute, die möchte ich nicht als gesellschaftsfähig in meiner Gesellschaft zumindest haben, ne? Also ich finde halt, Todesstrafe ist jetzt nicht so. Was passiert dann mit diesen Leuten? Wie integrierst du einen Nazi in diese Gesellschaft, die du gerade forderst? Ja. Ich glaube, so komplett divers wollte ich gar nicht. Ne? Weil du meintest, also ich wollte eher auf nur nicht mehr männlich oder cis-männlich weiß als Querschnittsmenge. Sondern da auf jeden Fall noch eine Schippe an Diversität draufpacken. Ja, okay. Ja. Also dann verstehe ich das jetzt besser, was du forderst. Also ich glaube, da gibt es durchaus Chancen. Und das, die sollten wir auch wahrnehmen. Die zweite Sache, die du angesprochen hattest mit diesen Rollenbildern, dafür können wir vielleicht mal eine eigene Folge zu machen, glaube ich. Weil ich finde ich nämlich voll spannend. Dieses, meine Freundin kocht und putzt und macht den Haushalt und ich gehe halt 40 Stunden arbeiten und ne, dieses klassische Versorger und ne, da können wir, glaube ich, mal eine eigene Folge zu machen, weil da habe ich auch ganz viele Gedanken mir zugemacht in letzter Zeit. Weil ich glaube, so die Forderungen, die von einigen kommen, diese Rollenbilder aufzubrechen, die sind total berechtigt, aber gehen für mich an dem eigentlichen Ziel vorbei. Ne? Und das Ziel hast du ja auch formuliert, eben in deiner Darstellung, nämlich die Wertschätzung. Ne? Die Care-Arbeit, die gewertschätzt wird. Das, worauf es wirklich ankommt in der Gesellschaft, kriegt nicht das Feedback, was es eigentlich hätte haben müssen. Da müssen wir hinkommen und nicht irgendwie die Rolle komplett aufbrechen. Das ist, glaube ich, gar nicht nötig, sondern die Wertschätzung der ganzen Gesellschaftsstruktur hin, dass Arbeiten, die halt verrichtet werden außerhalb des 40-Stunden-Jobs, dass die halt genau die gleiche Wertschätzung bekommen und auch nicht gebunden sind an Geschlechterrollen, ne? Also die Kopplung von Geschlechterrollen an bestimmte Rollen, Rollenarbeiten, nenne ich es jetzt mal. Das ist halt der Kasus Knacktus. Nicht, dass es diese Rollenarbeiten gibt, sondern dass die gekoppelt sind an bestimmte äußere Faktoren. Da können wir auf jeden Fall eine ganze Folge draus machen, ja. Ja. Da stimme ich dir zu. Da kann man sehr, sehr gut. Wir reden jetzt ja auch schon über eine Stunde miteinander. Und ich finde das spannend, wo wir hinkommen mit so einem kleinen Wort wie Kindness. Aber wir wären nicht die Würfelphilosophen, wenn wir nicht irgendwie dazu ein Thema auch noch rüberschlagen würden. Was hat das jetzt alles mit Rollenspiel wieder zu tun? Gute Frage, Zeitiger.
Alex, wo baust du denn Kindness in deine Rollenspielerfahrung ein? Puh. Oder Also, wie würdest du das verbinden? oh, da kommen wir Oh, jetzt in einen geht da. Gedanke, da stelle ich mir selber das Bein, ne? Weil da fällt mir jetzt gerade auf, also so ein ganz klassisches Ding, wo ich mich super darüber freue, dass es immer prominenter wird, sind die ganzen Safety-Tools. Aber die müssen natürlich auch existieren, weil ja der Standard ein ganz anderer ist und es immer wieder Leute gibt, die gar nicht berücksichtigen würden oder die Bedürfnisse anderer nicht wahrnehmen wollen. Ja. Und dadurch kann ich mir dann schon mal den Nazi vom Tisch schaffen, der sonst dabei wäre. Ja, manchmal sieht man den das ja nicht an. Also ja, okay, so ganz divers klappt es dann wohl doch nicht. Dem Nazi will niemand spielen. Nee, überhaupt nicht. Man will auch keinen Nazi spielen. Das ist immer das, wo ich als Spielleiter dann auch meine Grenzen komme. Sag das den ganzen 40K-Jüngern da draußen mal. Stimmt. Ah, die wollen ja immer das Imperium spielen. Den ganzen xenophoben Leute da. Ne? Das ist heftig. Genau, also Safety Tools, tolles Ding. Und was für ein Bösewicht möchte man anbieten? Den muss ich ja auch irgendwie spielen als Spielleiter. Oder wie möchte ich als Spieler dann eben dem Bösewicht begegnen? Weil es gibt jetzt immer mehr und mehr, und das hatte ich schon ein paar Mal erwähnt, so tolle Serien auf Netflix wie Kipo and the Age of Wonder Beasts, wo, Spoiler Alert, nur der letzte Bösewicht aus der dritten Staffel nicht bekehrt wird. Und nicht irgendwie mit Wohlwollen und Wertschätzung als vollständiger Charakter in die Gesellschaft integriert werden kann, um mal den Gedanken wieder aufzugreifen. Und das im Rollenspiel einzubauen, ist halt auch bockschwer. Manchmal wollen wir einfach nur schnelle Lösungen. Ja, ambivalente Gegner sind immer so schön, besonders wenn man sowas sich aus dem Anime-Kontext bedient. Ich denke so an Chihiros Reise ins Zauberland. Aber was ich mal da jetzt einbringen würde hinsichtlich Kindness im Rollenspiel, nachdem du die Safety Tools mir jetzt weggenommen hast, komme ich jetzt mit Stars and Wishes. Sag doch mal öfter mal was Nettes zu deinen Mitspielenden oder zu deiner Spielleitung. Sie werden es massiv wertschätzen und das Loben von coolen Momenten am Abend ist das, was so wirklich die maximale Freundlichkeit ist, weil das einfach die Bestätigung ist. Ja, wir sitzen hier genau deswegen, um genau sowas zu feiern und genau das zu erleben und das nochmal positiv rauszustreichen, bevor man ins Bett fällt, ist das Wichtigste, was für mich immer noch das Rollenspiel definiert. Und ich finde es immer schade, dass meistens dann immer so müde sind, noch irgendwas zusammenzukramen, aber es ist einfach so wunderschön und hilfreich, um auch die Motivation hochzuhalten, besonders für mich als Spielleiter. Mir kam jetzt gerade genau auf deinen Beitrag hin, kam mir ein bekannter Satz in den Kopf. Ich glaube, er ist auch von Matt Mercer. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, er ist von ihm. Irgendwie sei ein Fan deiner Charaktere als Spielleiter. Da würde sich der Kreis ja wieder schließen zum Anfang der Folge. Steht übrigens in vielen Rollenspielwerken, auch zum Beispiel bei Free League-Produkten steht es drin, Ja. sei ein Fan deiner Spielgruppe. Genau, und ich finde, das drückt auch diesen Kindness-Aspekt aus, irgendwie ein bisschen. Sei mal ein Fan von deinen Mitmenschen. In der Rollenspielrunde halt nicht nur für den Spielleiter, sei Fan deiner Spieler und deiner Spielercharaktere, sondern auch untereinander. Ne, irgendwie die Spieler, seid Fan des anderen Charakters, nicht nur eures eigenen. Und versucht mal, die Kleinheiten und die Einzelheiten zu entdecken, die anderen Charaktere haben und spielt die an und gönnt dem anderen mal ein Highlight. Und dann werdet ihr sehen, dass da mega geile Geschichten drin stecken, glaube ich. Das ist ein schönes Schlusswort, Koali. Seid Fan voneinander. Du bist stumm, Koali.
Uns fehlt der theologische Aspekt von Jonathan. Jonathan, du fehlst uns, komm wieder. Ja, gut. Haben wir mit Madmaster angefangen und aufgehört. Vielen Dank fürs Zuhören, würde ich sagen. Wenn ihr irgendwie ein Thema habt, was wir mal bequatschen sollt oder wo ihr mitreden wollt, sogar, das wäre die Königslösung oder die Königinnenlösung, dann meldet euch doch auf verschiedensten Wegen bei uns. Ich glaube, überall ist es hinterlegt, wie man uns erreichen kann. Am besten über YouTube-Kommentare oder irgendwelche E-Mails über die E-Mail-Adresse des Podcasts. Also, oder im Discord. Oder im Discord, genau. Und wir freuen uns über alle, die mit uns quatschen wollen, über jedes Thema, über jeden Themenvorschlag. Und wie ihr seht, kriegten wir sogar aus einzelnen Begriffen über eine Stunde 15 jetzt raus. Und ja, seid doch mal so freundlich und hinterlasst uns irgendwie was. Und irgendwie so, hallo, ich höre was von euch, ich mag das oder ich finde es kacke, was ihr macht, aber ich höre euch trotzdem oder so. Das wäre sehr kind. Genau. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder zu einem völlig anderen Thema. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.